Diese Novelle des Kraftfahrlinien-Gesetzes zeigt im Großen und Ganzen die Prämissen von Minister Hofer im Verkehrsministerium. Entbürokratisieren, beschleunigen, den Bürgerwillen nachvollziehen und das Ganze sinnvoll in Gesetze gießen. Wir haben hier beim Kraftfahrliniengesetz drei Änderungen. Das erste ist einmal ein Wille der Verkehrslandesräte und der Behörden, dass Konzessionsurkunden im innerstaatlichen Bereich nicht mehr ausgestellt werden und einfach entfallen. Eine Entbürokratisierung im reinsten Sinn des Wortes. Es kommen auch Erleichterungen bei den Haltestellenverfahren. Es ist ein Wunsch, ein vielfacher Wunsch aus den Gemeinden gewesen, nämlich immer dann, wenn ein neuer Kraftfahrdienst kam, beispielsweise nach Ausschreibungen, mussten die Haltestellen neu besichtigt und begangen werden. Ein an und für sich sinnloser Prozess, der jetzt genau durch die Gesetzesänderung bereinigt wird. Dass man es manchmal doch dem Unternehmen nicht ganz leicht machen sollte, zeigt die Erfahrung vor allem bei den ersten Fahrten von Bussen, von neu ausgeschriebenen und neuen Unternehmen, die auf einer Linie fahren. Das ist aber etwas, was man zusätzlich machen kann, aber die Pflicht dafür fällt aus und die ist daher sinnvoll. Und die Änderung bei den Rufbussen, dass die nur im innerstaatlichen Bereich kommt, ist eigentlich eine logische Konsequenz. Wir wollen das im nationalen Bereich. Wir wollen aber aus Finanzierungsgründen und so weiter das Ganze nicht im staatsübergreifenden, im Drittstaatsbereich. So, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, wo ich sagen muss, erstens einmal danke, Minister Hofer, dass das relativ rasch durchgezogen wurde mit den Beamten. Und auf der anderen Seite zeigt es wieder, wenn ein Minister bürgernah agiert, wenn ein Minister die entsprechenden Beamten und Stellen des Landes bedient, dann kommt das, wofür Minister Kickl geschlagen wurde verbal, nämlich das Recht folgt der Politik, wenn sie gut ist, und sie sollte gut sein, und in dem Fall ist sie es nicht nur ausnahmsweise von uns allen richtig. Danke. Gerhard Deimeck war das von den Freiheitlichen.